Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Der frühere Berufsboxer Peter Müller, genannt der Arp, ist tot. Wie erst heute bekannt gegeben wurde, ist der fünfmalige deutsche Meister im Mittelgewicht bereits gestern in Köln im Alter von 65 Jahren an Herzversagen gestorben. In Erinnerung blieben 66 durch K.O. gewonnene Kämpfe, aber auch, wie der Arp 1952 in einem Titelkampf den Ringrichter K.O. schlug. Peter Müller wurde daraufhin vom Boxerverband ausgeschlossen, zwei Jahre später jedoch begnadigt. Seine Blütezeit erlebte der Club in den 50er und 60er Jahren. Als große Boxer wie Peter Müller, genannt The Arp, hier trainierten und gelegentlich auch mal über die Stränge schlugen. Als Ringrichter Pippo Müller verwarnt, geschieht etwas Unglaubliches. Müller schlägt Pippo zu Boden. Ohne sich weiter um den bewusstlosen Ringrichter zu kümmern, stürzt sich der offensichtlich von Sinnen gekommene Müller mit wutverzerrtem Gesicht auf Stritz. Der Ringrichter sagt immer, stopp, dann sag ich, warum brichst du mich? Man sieht ja, wenn mich immer harten sie am Mund jetzt, die Keine. Dann sind ihm die Klübe und durchgebrannt und dann hat er den kurzerhand im Eisstadion an der Lennstraße K.O. geschlagen. Nicht nur diese Geschichte macht den Boxclub bis heute legendär. Im Fundamentsockel der Hohenzollernbrücke am Köln-Deutzer Ufer haben seit langen Jahren Sportler ihre Heimat. Einer der ältesten Boxclubs in Köln, der SC Aurora 1931, hat unter der Brücke sein Zuhause. Josef Bühler trainierte hier selbst viele Jahre und bringt heute den Mitgliedern des Clubs den richtigen Punch bei. 1949, da sind die hier rumgelaufen. In Köln haben die so am Schulhof geboxt, trainiert und sowas, ne? Hatten aber keine Unterkunft. Und da sind die ja in Deutz hier unten an der Sonnenbrücke vorbeigekommen und haben gesehen, hier, der Pfeiler hier unten, der ist ja noch intakt, da kann man ja noch drin wohnen und beziehungsweise drin trainieren. Und so ist man dann hier im Einverständnis mit dem Brückenamt, kommt man hier einziehen. Und seit der Zeit ist der Verein also fest hier drin. Sonst wurde früher in Wirtschaften, in Tanzsälen oder so was, wurde geboxt und noch trainiert. Ja, ich selbst habe hier 1957 angefangen, habe dann auch bis zu meinem 28. Lebensjahr geboxt und ca. 100 Kämpfe gemacht, mit mehr und weniger Erfolg, also immer vereinsdienlich. Wenn ich gebraucht werde, habe ich geboxt, weil der erste Mann in meiner Gewichtsklasse, der war natürlich unschlagbar, das war der Niederhaus Willi. Der war zigmal Meister, Europameister und so weiter. Ich war immer in seinem Schatten. Und wie der dann aufhörte, dann durfte ich dann auch die Binde des Mannschaftsführers anziehen. Und dann selbst haben wir auch viele berühmte Leute gehabt. So Peter Müller, der war ja sogar bei uns mal im Verein hier drin gewesen, so als Amateur. Sensationeller Kampf in Köln. Peter Müller gegen Girandello. Der Boxkampf des Jahres. Peter Müller war in den 50er und 60er Jahren der Lokalmatador der Kölner Boxszene. Er wurde fünfmal deutscher Meister im Mittelgewicht. Auf Müllers Arp, wie man ihn in Köln nannte, ist man im Club heute immer noch stolz. Ja, das hat schon einen Flair hier. Das ist hier riecht es ja förmlich nach Boxen. Leder, Schweiß und so weiter. Das ist also, das hat Geheimnis am Boxen. Wenn das alles picobello ist, fein und noch mal feiner, ist vielleicht gar nicht so ideal. Wer sich im Boxen wohl fühlt, der fühlt sich auch hier bei uns wohl.